Herkese merhabalar. Bugün yavru kedimizle annesiyle 24. günündeydi arkadaşlar. Şimdi yeni eve geldim. Dükkanı yeni kapattık. Bayramda da açız biz. Çünkü turizm bölgesindeyiz. Ve turistler her gün çıkıyorlar. Ondan dolayı açmak zorundayız. Yani bütün memleket açıyor. Öyle diyeyim ben size. Antalya, Manavgat, Side'de. Ve bizim dün kaybolan kedimiz Ole şu anda mama yiyor. Dün yoktu. Ve burnu biraz daha iyi. Anne kedimiz de geldi şu anda. Anne kedimiz de baya bir yemek yedi. Ve durumu da iyileşti baya. Kedimiz Paloma da burada. Bakın arkadaşlar, Paloma da kendini temizliyor. Ve her zamanki gibi yavru kedimiz Mini delice oynuyor. Bakın arkadaşlar, benim çantanın etrafında dolaşıyor. Annemiz de burada. Uzak bir yerde değil. Kedim Pünkin orada oynuyor. Paloma, anne kedimiz, kedimiz Ole, kedim Eski Borna yemek yemişler ve şu anda kendini temizliyorlar. İlk göz ağrım benim ilk kedim arkadaşlar. Her zamanki yerde. Kedim Felix. Kardeşi Snowman bugün 5. gün kayıp. Tam kısırlaştırmaya götürecektim. Ve bir baktım bir anda kayboldu. Yani erkek kedilerde oluyor bu arkadaşlar. Bu dönemde kayboluyorlar. Bizim Snowman kayboldu bir anda. 5. gün kayıp. Başına bir şey geldiğini sanmıyorum. İnşallah da öyledir. Ama bazen erkek kediler kayboluyorlar. Özellikle bu dönemlerde. Hani bizim Casanova gibi kayboldu. Sonra bir geri de ortaya çıktı. Ve bir baktım ki anne kedimiz ve Felix bizim Casanova kedimizi çok dövüyor. Ondan dolayı şu anda evden biraz uzaklaştı. Ama anne kedi kısırlaştırdıktan sonra biraz daha sakinleşecek. Ve bence o zaman bir daha Casanova eve döner. Kedimiz bebek Luna. Bakın arkadaşlar. Guten Abend Ahmet. Guten Abend Nancy. Hallo, herzlich willkommen. Bizim kedi bebek Luna şu anda yemeği yiyor. Kedim Bella. Kuyruğu bayağı iyileşti. Petra Pöschel, guten Abend Ahmet. Guten Abend Petra, hallo, herzlich willkommen. So, es heißt heute, wir sind am 24. Tag heute mit der Babykatze, mit der Baby Lena und mit der Mama. Der Mama geht es sehr gut und dem Baby auch. Und das Baby wartet schon richtig, bis ich endlich zu Hause bin. Man sieht es hier auch an und das werde ich euch auch gleich zeigen. Aber vorher zeige ich natürlich erstmal hier meine Katzen, die hier auf ihr Futter warten und schon gefressen haben. Hier mit meiner Katze Erstgeborener, mit meiner Katze Aschkim, mit meiner Katze Bella, die wunderschöne Katze, die jetzt so schaut und wenn ich sie streicheln will, dann zwickt sie die Augen zu, so und auf den, fass mich bitte nicht an immer. Aber sobald ich sie berühre, genießt sie es dann. Und hier einmal Baby Luna, die Zicke, passt jetzt auf. Die will gleich kämpfen. Die habe ich mit der Flasche großgezogen. Und sobald ich sie streicheln will, ist die hier immer gleich sauer auf mich und will gleich immer kämpfen. Die zickt immer gleich herum. Wir sind
Kedi bebek Luna biberonla büyüttüm arkadaşlar. Dükkanda yaşadı ağırlık. Ama bebek Luna elimi tuttuğum anda hemen kavga etmek istiyor. Ama çok kıskanıyor. Burayı hiç sevmiyor. Dükkana götürdüğüm anda çok sakin kalıyor. Ama evde çok stres yapıyor. Also die Baby Luna mag es nicht hier zu Hause zu sein. Die ist immer so aggressiv hier. Guten Abend Martina, hallo. Wenn ich Baby Luna anfasse, dann will die immer gleich kämpfen. Aber wenn ich sie in den Laden bringe, dann ist die ganz, ganz lieb. Die habe ich mit der Flasche großgezogen letztes Jahr. Und die kennen auch sicherlich sehr, sehr viele von den Zuschauern. Yani çok kişi de tanıyor bebek Luna'mız. Geçen sene damga vuran kedimiz oldu. TikTok hesabımıza 4 milyon takipçiye ulaştık. Bebek Luna'nın videolarla. Also mit der Baby Luna haben wir letztes Jahr fast 4 Millionen Follower bei TikTok bekommen. Weil wir das alles gefilmt haben, wie die das überlebt hat und wie ich sie großgezogen hatte. Aber jetzt ist sie mittlerweile wirklich sehr sauer. Schaut mal, wenn ich sie hier zu Hause ist. Obwohl sie mit der Flasche großgezogen ist, ist sie eine sehr, sehr empfindliche Katze. Da ist hier Lena, die ungefähr im gleichen Alter ist. Da ist hier meine Katze Bella. Natürlich genau das Gegenteil. Und hier sieht man jetzt die Mama und Paloma und mein Kater Ole, der gestern verschwunden war, aber wieder aufgetaucht ist. Und die Mama schaut hier auch gerade runter. Schau mal hier, das ist die Mama und wir gehen gleich runter zum Baby. Bu bizim anne kelimiz arkadaşlar. Auch annem, çok mutlusun. Die Mama ist wirklich sehr, sehr froh und gesund und sehr glücklich. Da fallen wir hier auch nicht runter. Annike, die ist Baya Mutlu. Besevimli. Man sieht es, dass die Mama richtig glücklich ist. Schaut mal hier. Annem çok mutlusun bugün. Ne oldu sana böyle? This is the mother cat. Hello, welcome. Hello, Maja. Bakın arkadaşlar, anne kedimiz bugün baya mutlu. Oynuyor. Yerlerde. Das ist unsere Mama Katze. Man sieht, dass sie ganz froh ist. Annem, bugün çok mutlusun. Ne oldu sana böyle? He? Ne oldu sana böyle annem? He? Ne oldu sana böyle? He? Du bist ja ganz schön glücklich hier heute. Was ist mit dir los? Und dir geht es wirklich auch besser. Unsere Mama Katze. Bakın arkadaşlar, anne kedi baya mutlu bugün. Bu bizim anne kedimiz. Ve baya mutlu. Yerlerde oynuyor. Bakın arkadaşlar. Annem, çok mutlusun bugün. Und natürlich Mini ist immer dabei. Ve bizim Mini oynamak istiyor illa anneyle. Annem, çok mutlusun bugün. Ne oldu sana böyle? Unsere Mama-Katze sieht ganz schön glücklich aus. Die ist so glücklich, dass sie sogar mit Mini spielt. Mini ile birlikte oynuyor. Gel bakayım annem gel. Gel annem gel. Aber nicht so doll bitte, nicht so doll. Hoffentlich wird sie nicht drollig. Das hoffe ich auch mal, weil jetzt kann man sie auch nicht kastrieren, weil das Baby ist heute 24 Tage alt. Das ist natürlich noch zu früh. Bizim anne kedi baya mutlu arkadaşlar. Bakın baya bir oynuyor yani. Das ist die gute Milch. Ist da als Kommentar. Das kann gut sein.
Und Mini ist auch schon wieder am Spielen. Die will natürlich immer spielen, die Mini. Und da sieht man auch, der Felix ist da unten. Und die denkt sich hier natürlich, Mensch, Kinders, was macht ihr da? Denkt sich meine Katze Aschkim, weil der Erstgeborene auch gleich hier spielen will. Sobald ich hier in der Nähe bin, schaut mal, wird gleich gekraut werden. Kedem ist Erstgeborener daheim. Seven Maxtür. Erstgeborener? Und Ole ist auch hier. Also ich weiß nicht, was ich mit Ole mache. Seine Nase ist ein bisschen besser geworden, aber er schaut so traurig seit 2 Tagen. Der Tierarzt hat schon alle Tests gemacht mit ihm, die es gibt, aber vielleicht ist er auch müde jetzt. Und der Felix. Und ich glaube echt die Mamas rollig. Das ist, ich glaube echt die Mamas rollig. Na super. Annem, Gabriel. Ne, die Mamas rollig. Schau mal, der große Kater ist hier. Na super. Annem, ne yapıyorsun sen burada? Yavrun daha 4-3 haftalık ya. Nereye gidiyorsun? Und die ist auch eine sehr scheue Katze. Schaut mal, die da oben, das ist Pepe. Und die ist auch hochschwanger. Aber ganz, ganz scheu, die kann ich nicht fangen. Und das ist einmal Pünktchen. Und das ist einmal 2 scheue Katzen, Mama und Sohn, nebeneinander. Die wohnen hier. Buikitane, Kedida, Anne. Und da kommt gerade eine Pfote raus. Da drin ist eine Katze. Bakın arkadaşlar. İçeride bir kedi var. Die ist im Keller. Das ist der Tony, der versteckt sich. Dann habe ich verjagt ihn, weil er nicht die Mama in Ruhe lässt. Und da sieht man jetzt, die Mama ist auch verletzt, aber ich kann ihn nicht fangen, weil die sehr scheu ist, wenn ich noch näher gehe, die im Karton ist. Aber der geht es jetzt ein bisschen besser. Also das ist die Scheue. Das sind die Scheunkatzen, die hier draußen gerade liegen. Und dann die Kekkeriler. Das sind die Zahnkatzen. Das sind die Scheunkatzen hier draußen. Na super. Die ganzen männlichen Kater. Der schwarze ist ein scheuer Kater. Der weiße große ist scheu. Und sie lockt also die ganzen Babys, die ganzen Männchen her. Sieht euch die mal an. Ein bisschen. Anne kedimiz daha 3 haftalık yavrusu var. Ve hemen diğer erkekler çağırdı etrafa. Bakın arkadaşlar. Şu anda biraz yağmur da yağıyor. Es regnet auch gerade. Bakın arkadaşlar. Es regnet gerade. Şu anda yağmur da yağıyor. Ve anne kedi erkek kedileri çağırıyor. Daha 3 haftalık yavruları var. Die Babys sind gerade mal, das Baby ist gerade mal 3 Wochen alt. Und die Mama will schon wieder Liebe machen. Na super. Und der Felix steht da natürlich gleich nebenan. Na super. Mama, du bekommst bestimmt keine Babys mehr. Schau mal, der schwarze Kater hier, der ist scheu. Da kann ich nicht so nah rangehen. Der läuft gleich weg. Sie kann ich nicht fangen zum Kastrieren, das habt ihr gesehen. Die Nervensäge habe ich schon mal kastriert, meine Katze, die Nervensäge. Oder bizim kedi nervensäge, bunu kısırlaştırabildim. Und schaut mal, die ist wirklich rollig. Na super, seht euch die mal an. Die ruft, die schaut euch das mal an hier. Die ist wirklich rollig, das hätte ich jetzt nie gedacht. Na super. Ich muss mal mit dem Tierarzt telefonieren. Was man da am besten machen kann. Yarın veterinerlere görüşeceğim. Buna ne yapabiliriz? Hemen bir şekilde kısırlaştırmamız lazım.
Yoksa yavrulara bakamaz bu. Ole, gel. Pş, 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 gel. Ole, geh ins Haus rein. Es regnet. Und du bist sowieso krank. Rein mit dir, Ole. Das ist auch für die anderen. Alle jetzt Action hier, was die hier macht. Weil die auch kastriert sind und die denken sich, was ist da los, ne? Die erkennen schon, die düşünüyorlar, burada neler oluyor. Und der schwarze Kat hat sich schon versteckt. Und Felix steht daneben an und schaut sich das an. Hadi annem, hadi eve. Hadi eve dedim. Hadi eve, los, nach Hause mit dir. Da ist die Mama wirklich schon wieder trächtig. Die ist gerade mal kaum gesund und hat sie zu viel Vitamine bekommen oder was ist hier los? Na super. Da sieht man jetzt die Mama, Anne Kedi bir daha. 24 gün yavrusu var ve hemen. Gel annem gel, yavrunun yanına gideceğiz gel. Ole, ich hab dir gesagt, komm rein. Ne yüksürüyorsun Ole? Gel. Pis, 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 pis. Der Ole ist schon wieder am Husten. Birkaç gündür yüksürmedi. Jetzt ein paar Tage nicht gehustet. Und jetzt hustet er auf einmal jetzt in dem Moment. Gel Ole. Gel. Gel Ole, gel. Gel oğlum, gel. Gel. Gel oğlum, gel. Hadi. Geçti mi? Hadi gel. Hadi gel oğlum. Also jetzt habt ihr alle gesehen, die Mama ist wieder trächtig und es sind ganz viele Kater hier um die Wohnung herum. Yani bayağı bir erkek kedi toplanmış yine evin etrafında. Ve bu sinek yine sümürcük böcek yine bana yapışmış und die klebt schon wieder an mir sehr hier, die zarte. Bu beni rahat bırakmıyor. Bakın arkadaşlar. Die lässt mich gar nicht in Ruhe. Und Paloma ist auch neugierig. Und Mini auch. Erstgeborener. Und die Mama will Liebe machen jetzt. Das haben wir alle gesehen. Dass sie die männlichen Kater hierher ruft. Bach nach Radaschlar. Die ist wirklich trächtig. Die will Liebe machen. Das sieht man. Na super. Die gibt keine Ruhe. Die will Liebe machen. Schaut mal da. Die gibt hier keine Ruhe. Und die gibt hier auch keine Ruhe. Mensch, lass mich doch mal bitte in Ruhe. Wenn du hart bedacht, ja? Du, für die Videocheck, du skrimmst im Stand und ihr das, tamam, geht. Hadi, geht, lass mich in Ruhe. Geht. Erstgeborener, ich hier Parmesan. Das bin ich gar nicht in Ruhe hier. Schaut euch das mal an. Wenn du hart bedacht, mir. Dann geht. Anne takip ediyoruz. Anne ne yapıyor diye. Und da ist die Mama hier schon wieder. Ach ja, Entschuldigung. Ich habe das völlig verwechselt, das Wort mit trächtig und rollig. Ja, Entschuldigung bitte. Stimmt, die ist rollig, das Wort. Das war das richtige Wort. Entschuldigt bitte. Ich habe die Wörter verwechselt jetzt. Aber schau mal, sogar Paloma, die Katze Paloma ist neugierig, was hier ist. Ole ist neugierig, obwohl der kastriert ist. Felix schaut zu. Und jetzt gehen wir mal wieder rein, weil es der regnet hier. Also die Katze ist rollig, ne? Nicht trächtig. Also es war wirklich das falsche Wort. Ich habe die Wörter verwechselt. Entschuldigt bitte. Und die sind alle neugierig, was die Mama hier macht. Und mach mir ja nicht die ganze Bettdecke gleich schmutzig, Mama. Ne? Also kommst du bitte rein und nicht hier
am Boden liegen, ne? Ja, hier, schaut mal. Ich werde mal morgen mit dem Tierarzt telefonieren und mal schauen, wann die kastriert werden muss. Yani bir an önce veterinerlerle görüşeceğim. Bir bakalım bunu ne zaman kısırlaştırabiliriz. Çünkü yavrusu daha 3,5 hafta. Und jetzt gehen wir mal zum Bibi. Ve şimdi yavru kedinin yanına gideceğiz. Gözleri yolda kalıyor zaten artık. Jetzt gehen wir mal zu unserem kleinen Baby. Siz de gelin. Yağmur yağıyor. Evet. Gelin. Hadi gelin bu tarafa. Gel öyle gel. Gel öyle gel. Yağmur yağıyor. Gel. Gel öyle. So, jetzt soll ich mal wieder reinkommen. Die Erstgeborene ist auch am Fressen da. Und die scheuen Mama und Tochter, Mama und Sohn sind auch da oben. Und der scheue Paul ist da. Wenn ich da noch eine reingänge, haut die gleich ab. Diese Katze, die hier sieht, die schwarz-weiße, das müssen einige wissen, das ist die Mama von der Vergifteten vom letzten Jahr, die ich das Leben gerettet hatte. Diese scheue Mama, das ist die Mama von der Vergifteten vom letzten Jahr. Und da oben der Weiße ist das weiße Männchen, das scheue, was jetzt die Starshine, die Mama, herruft. Also schaut mal, das sind alles scheue Katzen, aber die hier bei mir im Umkreis leben. Şu gördüğünüz siyah beyaz kedi arkadaşlar. Geçen sene zehirlenen bir yavru kedim vardı. Zehirlemişlerdi. Bu kedi de onun annesi. Das ist die Mama von der Vergifteten von letzten Jahr. Und der weiße große Kater dort hinten. Ve o büyük siyah kedi. Beyaz kedi, özür dilerim. Büyük beyaz kedi. Bu dişilerin etrafını dolaşıyor ama ürkek bir kedi. Yakalayamıyorum ve sevemiyorum. Ve bu kedi maalesef çok ürkek. Und diese scheue Katze ist die Tochter von der Nervensäge meiner Katze, die ich euch immer zeige. Bizim Nervensägenin kızı aynı zamanda bu ürkek kedi. Yani evin etrafında ürkek kediler de yaşıyor arkadaşlar. Hani bazen soruluyor kaç kediniz var? Bakın bu ürkek kediler de var evin etrafında. Eve girmiyorlar. Also ich werde oft gefragt, wie viele Katzen hast du? Die Katzen leben hier, das sind auch meine Katzen und die fressen nur bei mir und die sind halt scheu. Und ich habe auch gute 8 bis 9 Katzen, die ganz scheu sind. Und die leben auch hier bei mir. Und das ist die Katze, die Haut sehr, sehr schlimm, die das Fell sehr, sehr schlimm hatte. Aber die auch jetzt gesund ist. Und hier nochmal der Felix. Der Paloma ist da vorne. Unsere Katze Paloma, die letztes Jahr vom Paloma Hotel mir gebracht wurde. Daher heißt sie auch Paloma. Ist sehr, sehr hübsch geworden im Vergleich zum ersten Tag. Und jetzt kommt die Mama auch hierher. Bach Anneke, die da geliyor. Die spielen jetzt hier rum mit Mini. Anneke, kedimiz ve Mini oynuyor şu anda burada. Die spielen hier gerade herum. Und die rollige Mama ist sehr aktiv. Und Paloma schaut zu. Paloma, der ist taub, der kann nichts hören. Wenn man den großen Weißen da oben sieht, dann könnte man denken, das ist der Vater. Aber die haben nichts miteinander zu tun. Der große Weiße lebt hier schon seit guten 3 Jahren im Umkreis von meiner Wohnung. Und der Paloma ist vom letzten Jahr vom Paloma Hotel mir gebracht worden. Guten Abend, herzlich willkommen. Hallo Silvia. So, und jetzt wird der Regen stärker, jetzt kommt ihr alle rein. Hadi gel annem. Gel annem.
sind hier. Ne yapıyorsun sen? Hadi gelin içeriye. Batırmayın evi. Yağmur yağıyor. So, jetzt kommt bitte rein. Denn es wird nass. Also so viel heute zu meinen scheuen Katzen auch hier nochmal nebenbei. Jetzt gehen wir rein. Und hier nochmal unser Phänomen Baby Luna. Bizim fenomen kedimiz Bebek Luna arkadaşlar. Bizi her şeyi takip ediyor dışarıdan. Biberonla büyüttüm olan, ölümü atlatan geçen seneden bizim Bebek Luna. Und hier nochmal Erstgeborene. Erstgeborene. Ne yapıyorsun kızım? Das ist meine Katze Erstgeborene. Und hier nochmal meine Katze Aschke, meine allererste Katze, der es alle Katzen zu bedanken haben, dass die ganze Katzenliebe in mir erweckt ist. Yani bugün bu kadar kediye bakıyorsam arkadaşlar, bütün kediler bu kediye borçlular. 16 yaşında olan ilk göz ağrım, ismi aşkım olan kedimiz. Yani gerçekten çok çok severim bu kediyi. Çok çok akıllı bir kedi. Yani bu kadar kedi burada yaşıyorsa huzurlu bir şekilde bütün kediler bu kediye borçlular. Ve Bebek Luna hiçbir şey kaçırmıyor. Her şeyi görüyor. Ve bizim eski boruna kendini zorla sevdirtiyor. Und das ist hier einmal meine Katze Erstgeborener, Felix. Ve bizim kedi Mini, die mir letztes Jahr an einem regnerischen Tag gebracht wurde, die beide Augen zu hatte, die ganz krank war. Geçen sene Ekim'de bana getirilen olan kedi yaşayacağını düşünmezdim arkadaşlar. Ich hätte nicht gedacht, dass die das überlebt, letztes Jahr. Die habe ich 2 Wochen bei Koç gelassen gehabt, bei Mustafa Koç in Side, beim Tierarzt. Und wir haben sie zum Leben wieder zurückerweckt. Und die hat aber leider ein Auge verloren, aber sie lebt und ist jetzt glücklich. Veteriner tedaviden sonra arkadaşlar, tek gözü maalesef kaybetti. Ama bizim bu güzel kedimiz hayatını kurtarabildik. Ve şu anda mutlu bir şekilde yaşıyor burada arkadaşlar. Ve bizim kedi Felix, zaten tanıyorsunuz, annesini kaybetti arkadaşlar. Bizim kedi Erstgeborene, annesi çok, yani doğurmak üzereyken sokağa atmışlardı. Ona da sahip çıkmıştım arkadaşlar. Annesi evinde doğum yaptı. Bu da kız kardeşi. Die Mama von der Erstgeborene, die war hochschwanger und wurde ausgesetzt. Ich habe sie aufgenommen gehabt. Und ist jetzt 3,5 Jahre bei mir. Und das ist ihre Schwester Pünktchen. Und jetzt kommt der Paloma hier auch in die Wohnung rein. Das ist hier ihre Wohnung. Und der Ole kommt auch wieder rein. Und hier nochmal überall Futter vor der Wohnung, im Haus drin, arkadaşlar. Und hier nochmal Starshine, die Mama am Fressen. Also ihr könnt alle sehen. Hepiniz de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ev kedilerin. Ben burada misafirim. Diese Wohnung gehört den Katzen. Und nicht mir. Ich bin hier selber Gast in der Wohnung. Und man sieht, dass die Katzen sich hier sehr wohl fühlen und viel zu fressen haben, Wärme haben, ein trockenes Haus haben. Die Katzen. So, aber jetzt geht's runter zum Baby. Ve şimdi yavru kedimizin yanına gideceğiz arkadaşlar. Bizim ufak bebek kedimizin yanına gideceğiz aşağıya. Ve bakalım. Gözler yolda kalıyor, onun da yazık. Jetzt gehen wir runter.
bakın arkadaşlar, gözler yoldadır. Und wir können jetzt gleich sehen, dass sie sicherlich aus dem Nest schaust. Seht ihr, was habe ich gesagt? Gördünüz mü? Gözleri yolda, gördünüz mü insanlar alışıyor? Habt ihr das gesehen? Die schaut schon und miaut uns entgegen. Unsere kleine Baby Lena hat richtig miaut eben gerade, wo ich hier runterkam. Chat, die miaut gerade. Die sagt, warum lässt ihr mich hier alleine? Ne, was ist? Bist du am Meckern? Nur du kızdın mı bebeğim? Bist du sauer? Ha, bist du sauer? Bebek Lena? Kızdın mı? Die ist sauer, liebe Leute. Ja, jetzt bist du dich beruhigt, ne? Ja, wir sind Bebek Lena. Deine Mama will schon wieder Liebe machen und lässt sich hier alleine. Das geht doch gar nicht, oder nicht? Aber, was habe ich hier für dich schon bereit? Deine Milch. Görüyor musun? Sütün hazır, Bebek Lena. Görüyor musun, Bebeğim? Hier ist deine Flasche. Und jetzt bekommst du deine Milch. Gel bakayım buraya. Gel bakayım bebeğim, gel gel. Tamam bebeğim, tamam tamam tamam. Deine Mama. Komm mal her, hadi gel bakayım buraya. Bizim Bebek Lena. Dur bak, biraz karıştıralım bir daha senin sütün, tamam. Na Mama, da kommst du jetzt, wo die Milch kommt, ne? Şimdi süt var diye geliyor annesi, görüyor musunuz? Ne kadar uyanık. Hani dışarıda erkekleri çağırıyordum buraya? Das glaube ich doch jetzt nicht. Gel Lena, gel. Gel bakayım, gel bebeğim, gel, gel, gel. Komm mal her, kleine. Ja. Lena trinkt heute wirklich viel Milch. Das heißt, die Mama ein bisschen Luft so. Ne, jetzt bekommt deine Tochter erstmal Milch. Dies heißt. Und die Baby Lena trinkt schon wirklich Milch. Eine Baby Lena dabei, ja, wie süt içiyor. Gel bakayım buraya. Mama, gehst mal bitte ein bisschen zur Seite. So. Ja, man merkt, dass sie nach den Männchen schaut. Gel bakayım sen de. Unsere rollige Katzenmama Starshine. Dein Baby ist gerade mal 3 Wochen alt. Und wir waren alle sehr traurig, dass du deinen anderen Babys verloren hast. Lass mir festhalten, nimm meinen. Tamam, tamam. Bakın arkadaşlar, Baby Lena hat auch viel Milch getrunken, also viel mehr als jeden Tag. Und die ist heute genau 24 Tage alt. Und die schaut richtig schon raus, bis ich endlich da bin.
Das ist auch so ein liebes Tier. Mal her, Lena. Gelbe Piepke. Babykatzen werden halt schnell satt, ne? Weil es ja logisch, der Magen, wenn man das von hier schaut, der hat so einen kleinen Magen. Yani midesi tabii ki biraz daha küçük. Hemen doyar bunlar arkadaşlar. Yetişkin kediler gibi değil. Tabii man ja auch den Größenunterschied allein sieht. Die Mama und Tochter, schaut mal. Ist schon ein großer Unterschied von der Größe her. Mini, magst du auch ein bisschen Milch? Ja, jetzt putzt doch die Mama ihre Tochter. Und da sieht man jetzt Mama und Tochter. Und unsere kleine Baby Lena wird gerade von der Mama geputzt. Bizim küçük yavrumuz Baby Lena anne tarafından şu anda temizleniyor arkadaşlar. Und jetzt geht Baby Lena nochmal von der. Und die Baby Lena trinkt jetzt Milch von der Mama. Wir sind Bebek Lena. Şu anda aniden süt içecek gibi arkadaşlar. Ya da dolaşıyor şu anda. Belki de yuvasına geri dönmek istiyor. Ich glaube, er will in ihr Nest zurück. Weil die hat jetzt auch ein paar Schlücke Milch bekommen. Wie gerade stammt das Südwerdekona. Bebek, nereye gitmek istiyorsun? Yuvana mı? Dann komm mal hier. Wir tun dich mal wieder in dein Nest rein, ne? Seni yuvana geri koyalım. Gel o zaman. Gel annem, gel gel. Sen de aşağı indin. Ve bebeklerine yuvasına geri koyduk arkadaşlar. Biraz süt içti. Evet, şimdi bağıran kedi bizim Tony'ydi. Ve bakın bebek Lena şu anda arkaya doğru gidiyor. Bence tuvaleti geldi bu kedinin. Gel Lena, gel çık oradan kızım, gel. Gel annen tuvaletini yaptırsın sana, gel. Gel, sen tuvalet arıyorsun, gel. Ich glaube, die muss auf Klo. Deswegen habe ich dir wieder rausgeholt, ne?
Tuvaletin var senin, belli. Stres yaptım biraz Leyla. Bak anne de sana tuvaletini yaptıracak şimdi. Also wenn eine Katze, Babykatze miaut, dann muss sie entweder auf Klo oder die hat Hunger und schaut, die muss aufs Klo und die Mama macht das gerade. Komada halışmaz bu yavru kedi. Daha çok küçük. Ama bakın gördünüz mü? Yavru kedi bir de tuvaletin yerini arıyor. Hiç yapmıyor durduğu yeri. Gördünüz mü arkadaşlar? Sogar die Babykatze sucht einen Platz, wo sie auf Klo gehen kann. Nicht mal sie geht aufs Klo. Und jetzt fühlt sie sich wohl, weil sie aufs Klo gegangen ist. Und die Mama putzt auch ihre Hinterpfote. Evet arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi 24. günündeydik. Yani anne kedi çiftleşmek istiyor tekrar. Gördüğünüz gibi dışarıda baya bir erkek geldi, gene erkek kedi geldi evin etrafında. Maalesef çoğu ürkek, yanaşamıyorum, yakalayamıyorum o erkek kedileri. Yani anne kedi de bir an önce kısırlaştırmam lazım. Ona yarın veterinerle görüşeceğim. Çünkü yavrusu daha 24 günlük. Ve gördüğünüz gibi bebek Lena'nın gözler yolda kalıyor arkadaşlar. Geldik, hemen sevindi geldiğimize. Yarın veterinde görüştükten sonra tabii ki burada bir canlıyı akşama birleştireceğiz, ulaşabilirsem bayram gününde veterinerlere. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Das war heute der 24. Tag mit unserem Baby Lena, mit der Katze und der Mama, die sich mittlerweile sehr freut, wenn ich hier nach Hause komme. Und die miaut hier gerade, aber sie hat die Mama neben sich. Ich glaube, die will auch gleich in ihr Nest. Ich werde morgen mit dem Tierarzt telefonieren bezüglich der Kastration, wann man das machen kann. Weil man hat gesehen, dass sie rollig ist und wir wollen natürlich auch nicht, dass sie wieder schwanger wird, weil man hat gesehen, dass sie sich nicht um Babys kümmern kann. Aber Liebe machen macht sie sehr gern, haben wir alle gesehen, ne? Weil die werden wir natürlich kastrieren und sofort müssen wir schauen, ob das geht oder ob wir noch ein bisschen warten müssen, weil das Baby ist noch 24 Tage alt, also 3,5 Wochen. Und ich werde auch natürlich euch darüber beim morgen Abend beim Livestream informieren, bezüglich was der Tierarzt gesagt hat. Bis dann wünsche ich euch alle einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Und heute habt ihr auch viele meiner Katzen gesehen, die auch scheu sind. Das hat auch damit zu tun, dass es ein bisschen geregnet hat und die auch alle hier im Umkreis sich aufhalten. Und Baby Lena und die Mama auch natürlich. Wir sehen, dass die gesund sind am 24. Tag. Ich wünsche euch dann alle einen schönen Abend und danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.